Jo, Freunde, hier ist wieder Niron hier. Herzlich willkommen bei dem neuen Part von mir mit Let's Get a Platin, Assassin's Creed 4, Black Flag und, ich glaube, ich sag mal AC4 oder so. AC4. Oder einfach nur Black Flag. Genau, ich sage immer Black Flag. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich bei dem, in das Gefängnis des Forts schleichen. Und das hat gut geklappt im letzten Part, muss ich wirklich sagen. Und ja, wir warten jetzt einfach mal. Was natürlich auch ziemlich geil wäre, wenn jetzt alle hier kommen würden. Ich die alle hier per Attentat einfach umknocken würde. Können würde. Kommt jemand? Mal ganz ehrlich, wie soll ich denn hier durchdenken? Der kommt doch schon an. Wenn ich jetzt rauskomme, sieht er mich doch. Vielleicht kann ich gegen ihn kämpfen. Verdammt, der Axt, ey. Tot, ja. Oh, ich bin doch nicht tot. Alter, ich dachte, ich wäre tot. Wie soll ich denn das in das Dings da kommen, ohne aufzufallen? Okay, jetzt, ey. Erstmal hier wieder ein bisschen chillen. Attentat. Zack. Moment, hier kann ich synchronisieren, oder was? Schon da oben dann. Seht ihr auch das, was ich sehe? Scheint wohl auch zu sein, dass ihr das seht. Vielleicht muss ich von hier aus rein. Ja, wie geschmiert hier. Hier. Ach da, okay. So. Halt, stopp. Enter hoch. Anschleichen. Hier ist eine 6 Manuskripte. Die mal aussaugen, die mal aussaugen. So, was passiert hier? Alten herausfordern zu öffnen. Alten herzulesen, okay. Die dritte von vier alten Seiten des Monis Voynich Manuskripts. Sie wurde irgendwann nach dem Wegfahren. Einfach nur ein Bonus oder was? So ein verstecktes Secret oder was? Hier irgendwo. Jetzt geht's auf einmal. Zack. Ah.
rüber. Hier, essen. Ui, 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 ui. Was zu aufheben. Jetzt gemütlich reinschleichen. Kann ich jetzt hier gemütlich reinschleichen? Und versuchen hier die Tür zu öffnen. Wir haben es geschafft, Freunde. Latsch ich mal dahin. Muss in die andere Richtung, mein Bruder Edward. Hier lang, genau. Zack. Zack. Will ich in das Haus rein? Vielleicht. Weil da ist nämlich eine Truhe drin. Fallen lassen, Freundchen. So, nee, dann geht nicht, das ist ein Gegner. Nicht nach rein. Etwa. Scheint richtig zu sein. Super Sache. Ah, jetzt hier, komm. Mach mal kein Faxen, Edward. Geht doch. Was war denn das jetzt? Was ich alles entdecke. Ui. Der hätte mich fast gesehen. War echt kurz unvorsichtig, Freunde. Fast gesehen. Was hat der denn für Adleraugen? Ah.
weit muss ich denn latschen für das extra Ziel hier? Ich will komplett einmal über die ganze Stadt laufen. Komm hoch. Hoch. Okay. Da sind welche Wach den. Deutsch muss irgendwie von oben kommen. Auch mit dir. Zack, zack, zack. Oh, oh. Also das bedeutet, wenn ich da jetzt reinspringe, bin ich ratzfatz gearscht. Moment. Wenn ich auf das Dach springe, kann ich vielleicht von oben einfach auf den Truf springen und dann mit der Rauchbombe flüchten. Genau, das versuche ich jetzt mal, Freunde. Ich bin voll der Taktikfuchs, ey. Von hier oben. Ach, das war er schon. Flüchte. Aha. Oh, 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 oh. Verdammte Hacke. Verdammte Hacke. Ah. Ach, ich lebe noch. Ach so. Okay. Ich glaube, ich habe auch keinen Rauchbomb mehr. Ach, da lade ich gerade in die nächsten rein. Ob das mal wieder Power bekommen. Okay, jetzt als nächstes links. Verdammt. Jetzt wieder rechts. Verdammt, rennt er hoch. Nein! Ey, was macht er denn? Er soll einfach den Weg da. So. Soll mal ein bisschen Chili-Mili machen. Bis die mich da wieder entfokussiert haben. Jo. Nein, ihr wird bestraft bei mir, Freundchen. Oh, oh. Ich bin eigentlich gar nicht da. Das ist vielleicht taktisch nicht gut, die zwei zu gießen. Sind zwei schon mal. Vernichtet. Jetzt muss ich nur noch. Oh, da kommt mir einer entgegen. Denke ich mal gekonnt aus dem Weg. Jetzt gehe ich wieder
Aber die Rauchbomben sind echt nützlich, hätte ich nicht gedacht. Beenden dann unsere erste Mission, die ziemlich vielseitig war, finde ich, von Anfang. Aber es hat Spaß gemacht. Wirklich Spaß gemacht, Freunde. So. Tut mir leid wegen dem Zucker. Ich habe nur ein paar Hände. Kein großer Verlust. Ich habe noch reichlich andere Fracht, um die Reise profitabel zu gestalten. Wirst du lange hier bleiben? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados in die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Habe ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig. Befreit. Oh Gott. Das wäre ein Abenteuer. Aber nein, nein, ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, Duncan. Hey, Bonnet. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Ah, ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. Ich habe es leider nicht geschafft. Aber weiß ich, wie ich vorgehen muss. Ja. 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 Früher fangen Blünder. Mach ich das jetzt nochmal? Ich bin ein Nichts, ein Niemand. Sie hat gerade einen Gold mitgebracht. Also wenn ich dann den, bei den Laufen stehle. Der sieht reich aus, vielleicht kann ich von dem viel stehlen. Super cool, Freunde. Gibt's nur zu tun? Ah, Edward, da hoch sollst du. Jetzt mal, wo ich die Truhe ist hier. Dann hier unten. Oh! Sieh an, sieh an! Mein Freund. Wir haben schon wieder 20 Minuten. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's get a Platin Black Flag mit Nieron hier. Lasst ihn drin, schlägt euer Nieron hier out. Yes, sir.